soll überspringen auf die Zuschauer, die noch nicht in diesen Massen hereinstürmen, wie man es gewohnt ist bei den Linzern und wie es die Mannschaft sich auch eigentlich verdient, nachdem sie wirklich große Show zu Hause gezeigt hat. knapp über 2000 Zuschauer der Schnitt bisher, aber vielleicht wird das ja noch anders. Schön hineingespielt. Ja, wunderbar gespielt. Wunderbar gespielt. Respekt kann man da nur sagen. Das ist einstudiert. Da merkt man einfach, die passen besser zusammen. Shearer, dann der Blick hinein, schaut, wo steht Mathiasson, der steht im Slot. Und der nutzt die Chance eiskalt aus. Da war auch Gegenspieler in unmittelbarer Nähe. Breton. Der Topscorer in den Reihen der Caps. Kasperson. Guter Wechsel, schneller Wechsel, guter Schuss, knapp vorbei. Kasperson war's. Rottmann jetzt mit Nagela und mit seinem Bruder in einer Reihe. Schön! Und Nagela. Klasse. Der gefällt mir. Sympathischer Mann mit dem nötigen Selbstvertrauen und mit dem nötigen Wristshot. Marcel Rottmann über die Bande. Dann kommt die Scheibe nach innen und da ist man viel zu weit weg von Seiten der Linz. Und da war ein gelernter Verteidiger drauf mit Michael Mayer, der war eindeutig zu weit weg von Nagela und der hat die Zeit, Scheibe anzunehmen und dann aus dieser Distanz genau zu treffen. Ausgleich 1:1. Nochmals Baumgartner nach hinten, Brunilla. War schwierig anzunehmen für Baumgartner in dieser Höhe. So, das war's. 1:1 nach 20 Minuten. Was haben wir gesehen? Zwei Mannschaften, die taktisch gut aufeinander eingestellt sind. Birdie, noch 20 Sekunden. Scheibe bleibt im Drittel, nächster Schuss. Mit Glück und Geschick für Sivi. Na, das war der Schuss von Mathiasson aus der Drehung und dann vorne Gruber mit der Abstauber. Gelegenheit hier ausliegt. McDonalds, nächster Schuss. Die Caps sind nur dabei, das Tor zu verhindern, dass die Linzer drauf und dran sind zu schießen. 7:0 Torschüsse. Mathiasson hatte die letzte Möglichkeit. Die Wiener sind es. Und damit führen sie zumindest bei den Bullis. Wieder mal Selmser, der das Bulli gewinnt. Der hat bis auf eines alle seine Bullis gewonnen im ersten Drittel. Und das ist die beste Chance mit dem ersten Torschuss. Wieder mal für Kraxner und Rotter. Rotter jetzt zeigt er, dass er ein Stürmer mit Torqualität ist. Aber dieser Treffer stellt den Spielverlauf in diesem Drittel völlig auf den Kopf. Rotter mit dem Pass. Dann bekam Kraxner, die Nummer 7, die erste Möglichkeit. Gibt aber nicht auf, arbeitet weiter und dann ist Rotter da. Kraxner einmal, zweimal und jetzt kommt der Schläger von Rotter. Au, Fehler von Westmann. Da muss er mit der Hand drauf. Die Wiener versuchen das Spiel möglichst lange und intensiv in das Drittel der Linzer hinein zu verlagern.
Das gelingt ihnen momentan sehr gut und schön gemacht von David Rottmann. Wollte Westland überlisten, aber der blieb stehen. So wie es sich gehört für einen sehr guten Torhüter, ließ sich da nicht verladen. Sie erinnern sich noch zu Beginn, 7:0 Torschüsse für die Black Wings. Dann Rotter aus dem Nichts. Und kurz danach übernahmen die Caps das Kommando und beherrschen dieses Spiel. Also, schlecht gestartet, aber gut aufgehört in diesem Drittel. Kevin Godet kann zufrieden resümieren, das war ein gutes Drittel meiner Mannschaft. Mit viel Druck, mit einem Tor, aber entschieden ist da heute noch lange nichts. Birdie. Noch einmal. Kashibi. Die Scheibe ist im Tor. Die Scheibe ist im Tor. Ein Schuss und plötzlich waren die Linzer da. Birdie. Lee steht auch drinnen. Und auch zu diesem Tor darf man ruhig sagen, ein ugly Tor. Steht jenem Rotter um nichts nach, im Gegenteil. Das war eine Co-Produktion zwischen Varenka und Kasivi. Schauen wir uns nochmal den Treffer an. Kurios war er in jedem Fall. So, Purdy gibt Gas. So, jetzt kommt Varenka. Eigentlich war es Mathiasson, der auf den Fuß von Kasivi schlägt und jetzt schlägt es wieder ein bei Kasivi. Dran, auch Lee nicht. Der Schuss kam von Brunilla und für mich war er nicht mehr abgefälscht. Lee lässt sich wieder mal feiern. Aber die Linzer lassen keine zu. Shira! Shira! Oh, jetzt fährt er ums Tor rum. Wow, Pfosten! Oder war die Scheibe drinnen? Es ist der Siegtreffer. Nummer 5 für ihn. Nimmt er die Außenroute und jetzt haut er die Scheibe ins lange Eck rein. Oh, jetzt sieht man es. Jetzt sieht man es ganz genau durch die Beine von Kasivi durch. Denn wäre den Wiener der Ausgleich gelungen, dann hätten sie auch als Sieger wieder vom Eis gehen können. Kim Collins hat alles richtig gemacht, trotz des Fehlens von Bobby Lucas, von Scoville. Auch Ballestrand konnte nicht mitmachen, der hatte heute eine wichtige Prüfung, eine Berufsabschlussprüfung. Deshalb mussten 5 Verteidiger es richten. 1:1 nach dem ersten Drittel, das zweite Drittel gehörte nach Startbeginn der Linzer. Dann am Ende eindeutig den Caps. Und die Linzer haben dann noch einmal das Spiel gedreht.